Ich meine, heute hat man eine Table Ronde über den Emploi in der Großregion. Was sind die vier und was kann Europa auch dazu beitragen? Was wir gesehen um Terrain, dass den Hauptdefizit, dass die Qualifikation von den Leuten, die wir sichern, wir stellen eigentlich überall in der Großregion fest, wir hauptsächlich aber zu Lützeburg. Dass die neuen Emploi, die kreiert gehen, und zu Lützeburg schon mal die Chance, dass danach kreiert gehen, das sind Emploi für qualifizierte Leute. Und dafür ist es eben so wichtig, dass wir gucken, wie wir hauptsächlich junge Leute auch an Qualifikationen rekreieren. Bon, was kann Großregion dazu beitragen? Eigentlich ganz viel. Und da haben wir auch von zwei Wochen einen Akkord geschrieben zwischen allen Regionen, die heute Großregion durchstellen, für den Apprentissage transfrontalier zu fördern. Das heißt, für mehr junge Leute Möglichkeit zu geben, auch einen Teil von ihrer Lehre am Ausland zu machen. Wir konstatieren, dass die Berufe, die an einer professionellen Ausbildung gemacht haben, das heißt, die eine Lehre gemacht haben, dass die jungen Leute effektiv viel mehr Probleme haben, um eine Arbeit zu sichern und auch zu finden. Und da wollen wir auf den Weg gehen. Aber wenn wir das an der Großregion können machen, haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Lützeburg lang kann nicht ausbilden an allen möglichen Berufen. Wir sind trotzdem ein Kleinland, wir machen als Beispiel. Wir werden nur doch profitieren können von Offren, nicht einmal schulischen Offren, die dann am der Rest der Großregion gehen. Und das ist die Wolle, wo wir nur zusammen schaffen. Also ich glaube, wir hatten heute eine sehr interessante Diskussion. Die Experten haben wirklich wichtige Daten und Fakten geliefert. Was jetzt noch zu tun bleibt, denke ich mir, ist wirklich auch die Bildungssysteme müssen angepasst werden, wirklich für den Arbeitsmarkt auszubilden. Und natürlich von europäischer Seite besteht auch viel Interesse für das Investitionspaket, das nächste Woche veröffentlicht wird.